zwar sieht jetzt die Präsentation ziemlich so wie in der Vorlage aus, aber gerade bei der Titelfolie möchte ich dir noch einen weiteren Trick zeigen. Der erste Eindruck ist ja der entscheidende und in diesem Fall dürfte die Titelfolie schon noch etwas opulenter daherkommen. Anstatt dieses schlichten, eleganten, aber auch ein bisschen kahlen Verlaufs nehmen wir jetzt ein Hintergrundbild. Das heißt, ich wähle wieder mal über Entwurf, Hintergrund formatieren, anstatt dieses Farbverlaufs eine Bild- oder Texturfüllung. Da wähle ich jetzt Datei. Du siehst, man könnte also auch irgendein Muster auswählen. Und ich suche aus dieser Auswahl zum Beispiel dieses bekannte Seerosenbild. Und zugleich sind wir mit der Titelfolie natürlich viel näher beim Thema. Ein bisschen problematischer ist jetzt, dass diese Schrift nicht mehr so gut lesbar ist. Manchmal hilft es, wenn man die Schrift an einen Ort hinzieht, wo vielleicht der Hintergrund etwas heller oder eintöniger ist. Ich wähle jetzt aber stattdessen mal für die Schriftfarbe Weiß, hier unten natürlich auch. Und jetzt ist es schon deutlich besser lesbar, allenfalls gerade wenn es dahinter dann trotzdem wieder hell ist, kann man in diesem Bereich Format formatieren, kann das auch speziell auswählen. Bei den Textoptionen in diesem zweiten Reiter Texteffekte da noch einen Schatten wählen und so wie die Schrift, auch wenn es sehr dezent ist, noch etwas besser lesbar. Du kannst den Schatten nachträglich noch sehr gut einstellen, zum Beispiel indem du die Transparenz nach 0 ziehst, so wird der Schatten sehr dominant. Du könntest den Weichzeichnungseffekt noch etwas vergrößern, damit er noch mehr den Hintergrund ausfüllt. Du könntest den Abstand etwas verschieben, das machen wir jetzt aber lieber nicht, ganz leicht versetzt und allenfalls kann man auch hier den Winkel, also woher dieses Licht überhaupt kommt, noch etwas anpassen. Vielleicht machen wir den Titel auch noch etwas größer. Wiederum bei Start können wir die Schriftgröße zum Beispiel auf 72 Punkt und diesen Untertitel machen wir auch gleich noch etwas größer, vielleicht 36. Ja, ich denke, jetzt sieht es recht anständig aus.